sie spüren. Die Luft um dich wiegt schwer, Eivor. Du scheinst besorgt. Ich hatte wieder einen Traum. Genau wie den letzten. Diesmal voller Feuer. Erzähle. Ich sah Balder. Gebrochen. Gepeinigt. Ein gefangener Surtz. Ich wollte ihn retten. Doch ich wurde besiegt und in eine Grube voll Leichen geworfen. Als ich erwachte, fand ich das hier in meiner Kleidung. Auch Balder träumte von seinem eigenen Tod. Ich kenne die Legende. Darauf begab sich seine Mutter Frigg zu jedem Ding, ob lebend oder tot, und ließ alle schwören, ihm nichts zu tun. Jedoch übersah sie die Mistel. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. Nicht alle Träume sind Vorahnungen. Doch sie alle bergen Weisheit, wenn wir sie zu erkennen wissen. Trink dies, wenn du mehr wissen willst. Geh dann zu dem heiligen Kreis hinter meiner Hütte. Dort gibt es mehr Misteln. Lege die Misteln um den Kreis. Entflamme sie und stelle dich ins Innere. So sehen wir, was dein Traum dich zu lehren vermag. Sind angeordnet, bereit für das Feuer. Halt an! Was hat das zu bedeuten? Ist das Teil deines Rituals? Die Flammen kommen immer näher! Ah! Volker! Willst du mich lebendig verbrennen? Willst du deine Träume erreichen, darfst du das Feuer nicht meiden. Du musst eins. Harvey, geht's dir gut? Harvey, geht's nicht gut? Eine vorübergehende Schwäche, nichts von Belang. Wir sollten weitergehen. Bist du sicher? Wir könnten hier rasten. Sie haben meinen Sohn entführt, seine Mutter ermordet. Ich werde nicht rasten, bis ich dieses Unrecht gerecht habe. Verzeih. Du hast mich aus diesem Rattenloch geholt und mir wieder auf die Beine geholfen. Du hast meinen Zorn nicht verdient. Und du gehörst nicht ins Totenreich. Noch nicht. Und jetzt komm. Dein Geschenk wartet auf dich. Ich weiß noch immer nichts über dieses Geschenk oder warum du es geben möchtest. Was es ist, wirst du bald erfahren. Und der Grund... Nun, du hast gesehen, welches Leid die Feuerriesen über Svartalfa hingebracht haben. Feuer, Zerstörung und Gemetzel? Sie verwüsteten unsere grünen Wiesen und versklavten diejenigen, die nicht getötet wurden. Sie halten euer Volk als Trell? Ja, Surt benutzt sie für seine eigenen düsteren Zwecke. Welche das sind, wissen wir noch nicht. Wir können sie nicht bekämpfen, Harvey. Unser Volk ist gebrochen und gezwungen, sich zu verstecken. Doch nun haben die Gezeiten des Schicksals den König Asgards angespürt. Ich bin nicht eure Rettung. Ich möchte nur meinen Sohn finden und mit ihm zurückkehren. Wenn du uns von Surt befreist, wäre uns auch geholfen. Deshalb bieten wir dir unser Geschenk an.
schau dir die Pracht unserer Hallen an. Ein Anblick, der ein erschöpftes Herz bewegt. In den neuen Welten ist die Handwerkskunst Svartalfheims unübertroffen. Ein Feuerriese, Hammer und Zange, sie sind hier! Sie suchen nach dem Geschenk. Dieser Tölpel wagt es, ein für mich bestimmtes Geschenk zu stehlen? Harvey, du musst sie aufhalten! Mit Vergnügen. Bleib zurück. Ich kümmere mich darum. Doch irgendwo sein. Wonach suchen wir denn? Ich sehe nichts als Steine. Es sollte einen versteckten Haken geben. Er ist irgendwo ungefähr hier. Nimm ihn, König Asgards. Leg ihn an. Von den Zwergen Svartalfheims für dich. In der Tat ein eindrucksvolles Geschenk. Ich wusste es. Mit dieser Armschiene kannst du die Essenz von gefallenen Feinden an dich reißen, ihre Kräfte stehlen und sie zu deinen machen. Probier es gleich an dem getöteten Feuerriesen aus. Feuer durchwirkt mein Blut. Ja, aber du wirst mehr davon brauchen, bevor du ihre Kräfte übernehmen kannst. Lasst uns weitergehen. Wir sollten weiter. Wir sollten weiter. Da sind Leute, die Brücke! Beschütze und Tauki! Ausgewogen, Arschgott! Flamme und Asche sollen dich holen! Ich muss daran denken, aus meiner Umgebung neue Kraft zu ziehen. Sie wurde wohl verriegelt. Konnte mir nichts anhaben. Welche Gaben könnte mir dieser Armschutz noch verleihen?
eingesperrt sein. Das dauert zu lange. Was, wenn ihr die Feuerriesen erwischt habt? Wir sind verloren! Ich weiß, dass du das schaffst. Habe ich dir nicht gesagt, Sigrun? Sicher. Du hast nicht einmal daran gezweifelt. Der Zauber deiner Armschiene wird versiegen, wenn du ihn nicht erneuerst. Sieh dich um. Vielleicht findest du ja etwas, was dir dabei helfen kann. Die Armschiene fühlt sich ausgelaugt. Vielleicht verweilen noch Überreste von Hugi in diesem Schrein. Ich sollte nachsehen. Nein, Harvey, nicht dieser Schrein. Er ist heilig. Es gibt nichts mehr, das heilig ist. Die Armschiene kommt wieder zu Kräften. Der Erhabene findet immer einen Weg, welches Hindernis es auch sein mag. Hindernis? Es war nur eine Tür, Sigrun. Diese Blumen sind nützlich, um meine Kräfte neu zu erwecken. Der Schrein rufen auch sie nach der Armschiene. Auch wenn ihre Stimmchen schwach sind. Der Boden ist verschwunden. Wenn dieser Steinblock etwas näher wäre, könnten wir draufspringen. Muspels Volk und sein Feuerschlamm. Er ist überall. Ich hole den Block näher heran, damit wir hinüberkommen. Das würde ich nie tun. Ihr habt mir erst kürzlich das Leben gerettet. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Harvey, die Armschiene. Sie ließ dich die Gestalt eines Feuerriesen annehmen. Dann sollte ich diesen neuen Trick nutzen. Ich werde unter ihnen wandeln, doch nicht dazugehören. Harvey, siehst du die Wachen dort? Wehrst du dich nicht, als wärst du einer von ihnen und du sorgst dann für ein böses Erwachen? Gut gemacht. Also dann, lass uns weitergehen. Ich dachte mir doch, dass ich ein asgardisches Maunzen gehört habe. Mein Mann hätte dich totrampeln sollen, als er die Gelegenheit dazu hatte. Barmherzigkeit ist keiner meiner Fehler. Ich werde rote Rache über euch bringen für das, was ihr getan habt. Und ich werde dir freudig beim Scheitern zusehen. Du hättest in Asgard bleiben sollen. Thank you.
lässt dich treiben. Als dein Weib, zumindest. Dann komm doch! Beenden wir das! Schätze jeden Augenblick, Harvey. Denn der Tod ist dir auf den Fersen. Und du weißt nicht, wann er dich finden wird. Sinmara! Du hast Zinmara besiegt. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Das Schicksal hat uns einen Helden geschickt. Das Schicksal beugt sich meinem Willen. Nun zeigt mir eure Zuflucht. Das Zeichen, das sie uns hinterließen, wies auf einen versteckten Pfad hin. Sieh dich im Wald um. Dort werden wir fündig. Dieses Zeichen, ein Zwergenmal. Es zeigt uns den Weg zur Zuflucht. Lass uns auf der Karte nach Hinweisen suchen. Sieh mal, das ist eine Karte von Svartalfaheim. Wie du siehst, sollte die Zuflucht in der Nähe sein. Es gibt auch andere Zufluchtsorte. Wir haben nur eine vage Vorstellung, wo genau. Aber wenn du in der Nähe bist, wirst du die Zeichen sehen. Schuldet mir noch 20 Silberlinge, weil er beim Kartenspiel verloren hat. Der dachte bestimmt, er käme damit durch. Erinnere mich daran, nie mit dir Karten zu spielen. Ha! Ehe du dich von einer Münze trennst, stürzt der Himmel herab. Noch eins! Wir sind sicher ganz nah dran! Ein schwieriger Pfad. Und so gut versteckt. Muss er auch sein, sonst würden ihn die Feuerriesen finden. Doch mit jedem Tag lernen sie mehr Zeichen zu deuten. Schaffen sie es, wird kein Zwerg jemals wieder sicher sein. Wo ist das nächste Zeichen? Es sollte hier sein. Vielleicht ist es versteckt. Schauen wir uns um. Gute Arbeit. Lasst uns also weitergehen. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Folgt mir. Warte, bist du sicher, dass das der Weg ist? Hab ein wenig Vertrauen, Harlstein. Ich weiß, was ich tue. Wir kommen näher. Ach, bist du dir sicher? Ja. Wir sollten nach dem nächsten Zeichen links gehen. Nein, nein. Ich bin sicher, wir müssen nach rechts. Du irrst dich, wie üblich. Folge mir einfach. Vielleicht bin ich irgendwo falsch abgebogen. Hab ich dir doch gesagt. Weniger Hektik, mehr Gründlichkeit. Folgen wir unseren Spuren zurück.
ja, das muss der Weg sein. Die Söhne Ivaldis haben uns richtig geführt. Jetzt sehe ich es. Hab ein wenig Vertrauen, Hallstein. Ich weiß, was ich tue, Hallstein. Ach, halt den Rand. Wer sind diese Söhne Ivaldis, die du erwähntest? Der Name Ivaldi ist mir gut bekannt, aber er sprach nie von Kindern. Ja, er war einst ein Trell, nicht wahr? Hallstein. Oh, Entschuldigung. Trell war vielleicht nicht das richtige Wort. Dein freiheitsarmer Mitarbeiter. Die Söhne Ivaldis sind diejenigen, die Ivaldis Lehren folgen. Aber wir sind nicht alle männlich. Im Gegensatz zu dem, der sich den Namen ausgedacht hat. Ivaldi hat in Asgard viel von den Aesir gelernt. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, auf unerwartete Angriffe vorbereitet zu sein. Nach seiner Rückkehr richteten wir ein Netz von versteckten Zufluchtsorten ein, für den Ernstfall. Es ist unser Verdienst, dass es überhaupt noch freie Zwerge gibt, wenn man das als Freiheit bezeichnen kann. Wo wir gerade davon reden, als erstes müssen wir den Anführer finden und ihn vor Muspels Volk warnen. Sonst wird niemand mehr zum Beschützen. Sigrun und Hallstein, da schlag mir doch wer auf den Hintern und nenn mich Alp. Ihr habt uns gefunden. Und das trotz der Feuerriesen vor der Haustür. Du weißt von den Feuerriesen? Wäre ich ein richtiger Anführer, wenn ich es nicht wüsste? Ich hoffe, ihr hattet keine Umstände, weil ihr uns warnen wolltet. Also eigentlich hatten wir schon. Und wen habt ihr uns damit gebracht? Ich werde Havi genannt. Oder auch Wolfsschreck, Rabengott und Erhabener Asgards. Ist das so? Mich nennen sie Brot, Arschkratzer, Popelpuler. Er, dessen Zeh von Fußpilz befallen ist. Havi ist hier, weil wir einen gemeinsamen Feind haben. Zurt hält seinen Sohn gefangen. Er bot Sinmara die Stirn. Ich habe es selbst gesehen. Zurt, ja. Jeder Feind dieses Riesenhaufens Kamindreck ist ein Freund von mir. Kommt herein. Und ihr zwei ruht euch aus. Warte, Havi. Bevor du gehst, habe ich noch ein Geschenk. Ohne dich hätten wir es nicht bis hierher geschafft. Und ich nicht ohne euch, meine Freunde. Ich denke, wir sind quitt. Nimm es trotzdem. Das ist Quarz. Bring ihn zu einem Schmied. Dort wird man dir etwas Nützliches daraus machen können. Danke, Sigrun. Und danke auch dir, Hallstein. Mögen unsere Wege sich wieder kreuzen. Quarz! Du scheinst etwas richtig gemacht zu haben. Das Zeug ist heutzutage seltener als Hühnerzähne. Muspels Volk? Ja, sie haben die Minen in Beschlag genommen. Und jetzt bewachen diese leicht brennbaren Bastards uns auf. Solltest du dennoch einmal mehr brauchen, kannst du dich gerne zu einem ihrer Lager durchmetzeln. Mein Sohn befindet sich in Zurts Klauen. Ich habe keine Zeit für Ablenkungen. Vielleicht änderst du deine Meinung, wenn du siehst, was man damit tun kann. Gehen wir zu unserem Schmied. Ist dir auch niemand gefolgt? Ich grüße dich, Anführer. Wer ist denn dein Freund? Glaub mir, die Namen kann man sich eh nicht alle merken. Alles, was du wissen musst, ist, Havi hat Quarz. Und eine Armschiene so kunstvoll, dass mein Hammerarm vor Neid ganz schwach wird. Ein wahrlich schönes Stück. Aber nicht so schön, dass man es nicht noch verbessern könnte. Jeder halbwegs brauchbare Schmied sollte dir helfen können, es zu verbessern. Sofern du die richtigen Materialien hast, versteht sich. Andere hier werden sich über das Silber eines Fremden freuen. Sieh dich ruhig ein wenig um, wenn du magst. Du kennst mein Ziel. Ich habe keine Zeit, hier zu verweilen. Wer unvorbereitet in die Schlacht zieht, verlangt den Tod. Ich treffe dich am Eingang, wenn du bereit bist. Die Plackerei ist kein Ende. Nimmt kein Ende.
Was sehen meine müden Augen? Weißt du, du bist nicht der erste Fremde, der hierher kommt. Vor einiger Zeit sahen unsere Späher eine Jötun namens Hyrokin herumschleichen. Hyrokin? Zweifellos flieht sie vor dem Zorn Zuttungs und Gunnlöds. Ihren Namen habe ich an diesem Ort nicht erwartet. Ihre Anwesenheit könnte ein böses Omen sein. Oder auch überhaupt nichts bedeuten. In Asgard scheinen vage Aussagen an der Tagesordnung zu sein, was? Komm mit. Reden wir Klartext. Eine Sache verwundert mich. Ihr kauert hier in diesen Löchern wie Kaninchen. Warum wehrt ihr euch nicht? Am Anfang kämpften wir. Hart. Aber sie erschlugen unsere Anführer und zerstreuten uns. Nachdem sie uns getrennt hatten, waren wir erledigt. Dann schließt euch wieder zusammen. Erhebt eure Äxte. Werdet sie los. Ach, so einfach ist das. Hör mal, wir wissen nicht einmal, wo die anderen sind. Die Zufluchtsorte waren so geplant, dass wenn einer von uns erwischt wird, er nicht alle verraten kann. Aber ich wette, du könntest sie finden. Mein Ziel ist Surt und die Rettung meines Sohnes. Dass Surt nicht getötet werden kann, hast du mitbekommen. Ich sehe da ein Problem. Ich werde einen Weg finden. Andernfalls nehme ich ihm das, was er am meisten schätzt, und tausche es gegen Baldurs Freiheit ein. Auf jeden Fall brauchst du unsere Hilfe. Du kennst dich hier nicht aus. Ich verstehe das schon. Das ist nicht dein Krieg. Du willst nur deinen Sohn zurück. Aber mit diesen Feuerriesen vor unserer Haustür ist nicht zu spaßen. Wenn sie uns finden, sind wir tot. Allerdings lieben sie es, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das Einzige, was sie davon abhält, ist ihre Angst vor Surt. Schalte ihren Anführer aus und sie werden sich gegenseitig zerfleischen und wahrscheinlich zurück nach Muspelheim fliehen. Dann wird Svartalfheim endlich wieder den Zwergen gehören. Zwerge, die demjenigen, der sie ihnen zurückgegeben hat, sehr, sehr dankbar sein werden. Es gibt noch mehr Geschenke da, wo dieser Armschutz herkommt. Ich verspreche euch nichts, aber ich werde eure Zufluchtsorte aufsuchen. Vielleicht finde ich dort eine Möglichkeit, Baldur zu retten. Das reicht mir fürs Erste. Willkommen in Svartalfheim, Harvey. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt.